Damit wären recht herzlich willkommen hier zu einem kleinen Sneak Peek. Und zwar spielen wir nämlich wieder live auf Twitch Dark Souls 2. Wenn ihr auch gerne mit dabei sein wollt, schaut da gerne mal in die Beschreibung. Da verlinken wir euch einmal unseren Twitch-Kanal. Und wir starten jetzt zum ersten Mal für mich das neue Spiel, und zwar Dark Souls 2. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. What? A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. Was passiert da? None will have meaning. And you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Okay. Jetzt schippern wir zu den Ruinen, oder was? Ja. Das sieht nicht gut aus. Also. Also, ich würde da jetzt nicht reinspringen. Doch, das sieht gut aus. Nee, hey, Junge. Is your fate the fate of the cursed? Ja, genau. Er fällt. Ziemlich weit. So ein bisschen was von Assassin's Creed, finde ich. Also so wie er gefallen ist. Mischbogen. Schön. Ach, wir können gar keinen Charakter erstellen. Warum? Ich wollte ihn doch Steve nennen. Okay, also, ja, gut. Der Film gefällt mir, wann gehen wir ins Kino? Ist auch schön.
dazwischen. Also, okay, hier oben haben wir schon mal den Lebensbalken. Das sind wir. Und wir sehen hier ganz viele andere. Gibt's die Möglichkeit, als aller... Ach, du Heilige. Als allererstes in den Offline-Modus zu gehen? Also, wäre das eine Option? Ich würde sagen, nein. Gut. Na, dann schauen wir uns doch mal um. Okay. Also ich gehe mal von aus, wir müssen dahin. Aber vielleicht finden wir ja hier was, ne? Und ich gehe mal von aus, ne, dass Dave eventuell mir wieder ein bisschen Hilfestellung geben könnte oder auch die Mutti. Weil ihr seid ja die Souls Pros. Also gerade die Dark Souls Reihe. Zumindest denke ich das. Ich mach mal minimal leiser. Also die Sträucher sind ja gar nicht mal so laut. Oder so leise, so. Ach du Scheiße. Ich habe auch keine Waffen, kein nichts. Was tummelt sich da? Was? Ist du ein Hundi? Okay, warte. Ja, okay, Rolle, geht noch. Aha. Hey, ho. Bleib mal da. Vor dir habe ich ein bisschen Angst. Ich gehe einfach mal weiter. Wir machen nichts. Wir schauen mal. Okay. Hätte ja sein können, dass da irgendwas im Abgrund ist, wo wir hätten runterspringen können oder so. Wer weiß. Wo geht's denn hier lang? Oh Gott. Es sind wieder so viele Wege. So viele Optionen. Gibt's hier noch was? Nee. Ich dachte, hier wäre noch so ein Höhleneingang oder so, aber nein. Leider nein. So, ich würde mich besser fühlen mit einer Waffe. Wer seid ihr denn? What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. Du hast mich noch gar nicht angeguckt. Wie kannst du denn das wissen? An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? nein. You're finished. Okay. You'll go hollow. Yes, you will become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Es sind aber auch wirklich nette Damen, muss ich sagen. Also, es freut mich. What is your name? Oh, kommen wir doch zur Charakterstellung? Wie lautet euer Name? Chat, wisst, wie unser Name lautet? Steve! Okay, warte. Ja, Steve. Seid ihr euch eures Namens sicher? Ja. At least you know your own name. Here's your reward. Ich krieg eine Belohnung, weil ich weiß, wie mein Name ist? It's a human effigy. Menschenschild, was? Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Weiß ich nicht. Ihr? Think back. Deep into your past. An wen soll uns das erinnern? Yes. It's an effigy of you. Ah. Jetzt kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Okay, also. Wir gucken erstmal, was für eine Klasse wir spielen. Ach du Heilige. Ey, jetzt geht's ja wieder los. Oh, Ted. Was spielen wir denn? Wobei, der Schwertkämpfer gefällt mir von der Optik her am besten. Wie sehen die Stats aus? 12, 4, 8, 4, 6, 9, 16, 6, 7, 5. Laut Google sind Schwertkämpfer und Bettler die beliebtesten Klassen.
So, beim Schwertkämpfer haben wir, das seht ihr jetzt gerade nicht, haben wir zumindest zwei Schwerter und eine Rüstung. Plus irgendwas am Gürtel. I don't know, was? Also das mit dem Gürtel, seht ihr ja? Schwert immer nice. Gib mir meinen Katana. Ach komm, der machen wir Schwertkämpfer. Ah, okay. Geschlecht. Ja, wir sind auf jeden Fall männlich. Ja. Körperbau. Stevie ist auf jeden Fall muskulös. Das ist die Frage, wie muskulös machen wir Stevie? Ja, das ist nicht muskulös. Das ist auch nicht muskulös. Das sieht alles sehr komisch aus. Okay, dann lassen wir das lieber mal so. Figur. Ja, Stevie ist auf jeden Fall durchtrainiert. Also komm hier, Stevie muss, ist trainiert, geht doch nicht anders. Okay, Stevie ist auf jeden Fall sehr weiß. Und Stevie hat lange Haare. Ich meine, wir haben zwar meistens einen Helm auf, aber das kommt am nächsten an Stevie ran. Die Haarfarbe Stevie ist auf jeden Fall nicht blond. Stevie ist auch nicht, ja, wir machen mal so ein bisschen, er ist ein bisschen dunkler. Eigentlich ist er so, also eigentlich ist Stevie, ja, nicht ganz so weiß, aber so leicht ergraut. Also er ergraut ja schon, so ein bisschen. Aber komm, wir machen mal, oh Gott, was ist das denn für Farben? Nee, komm, wir machen die mal so. Nein, geh doch mal, lass mich Augenbrauen, ja, das passt schon, Augenfarbe. Stevie hat, glaube ich, oh Gott, was hat Stevie für Augen? Stevie hat blaue Augen? Ach, Augenbraunfarbe, nee, Augenfarbe, Bart. Stevie hat einen guten Vollbart. Bartfarbe, er ist eigentlich auch ein bisschen dunkel, wobei er auch leicht ergraut. Ja, lass mal so. Tätowierungen. Wo denn? Im Gesicht? Ich will doch keine Tätowierung im Gesicht. Nee. Deckkraft? Was ist denn Deckkraft? Okay. Gut. Wir haben unseren Charakter erstellt. Stevie hat Augen. Ja, Stevie hat auch Augen. Also 257, stell dir vor, Stevie hat auch Augen. Ich glaube, der hat aber auch... oder bin ich... Warte mal, Stevie hat auch blaue Augen, oder? Ich kenne den Jungen kenne ich schon so lange und ich sag mal, er hat blaue Augen. Ich sag mal ja. Ist das euer wahres Ich? Ja, es ist unser wahres All Ich. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Ich frage mich immer noch, was für Damen das sind. Doesn't stand a chance. Well, you never know. You never know. Hat er nur Punktaugen, ist auch gut. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. Ja, also wir wollen nicht sterben, das ist klar. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You lose your souls. All Ach so. Of them. Ach, over Gott, ja. And over again. Also dieser Kaffeeklatsch hier mit den drei Damen ist echt unangenehm. Das ist der nachmittagliche Dark Souls Kanasterverein. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Nein! Wenn man anfängt, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Okay, okay, okay. Kann ich hier auch nochmal hoch? Geht das? Die vielleicht noch ein bisschen Blut? Oh, da ist eine Kiste. Kann ich die Kiste öffnen? Gegenstand aufnehmen. Menschenbild. Jawohl! Aber den Damen einfach mal ein bisschen Loot abgezockt. Aber ich glaube, ich muss eine Sache wieder umstellen. Weil das habe ich letztes Mal schon bei Dark Souls 1 gemacht. Ich muss mal einmal ganz kurz die Tastenbelegung nochmal kurz nachschauen. Weil ich würde gerne meine Schlagtaste, einfach nur so für euch, liegt jetzt auf RB und RT. Und ich weiß, dass ich die eine Schlagtaste habe ich auf
Viereck X gedrückt, meistens. Aber anscheinend kann ich hier das nicht ändern. Schade. Wäre auch zu einfach gewesen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch mal ein paar Mal sterben. This is a limbo. Das ist ein Limbo. A link between Drung Lake and the outer world. Okay. Hier ist auch noch eine Kiste, kann ich? Was? I know that you must have a story. Why else would you visit such a place? This lost, decayed kingdom. Okay. Also ich muss aber auch sagen, ich muss mal ganz kurz nochmal in die Einstellungen, das geht ja gar nicht. Musiklautstärke. Ich muss die Musiklautstärke unbedingt runterregeln. Das ist ja mal... Das brennt ja in den Ohren. Ist ja schlimm. Ja, das ist schon besser. So, hier kann ich jetzt wieder raus. Hallo. Okay, hier war schon mal das erste Feuer. Leucht Feuer entzünden. Jawohl. Am Leuchtfeuer sitzt fast. Können wir ja mal machen. Reisen? Aha, okay, wir können von vornherein können wir schon mal reisen. Das ist ja krass. Keine Zauber, okay. Verbrennen. Gegenstandskiste. Oh Gott, ich werde so überfordert sein, Freunde. Und hier hinten ist noch was. Hier hinten ist... Nein, nein, hör doch auf! Kann ich das da unten ablegen? Geht das? Ausrüstung? Geht das, dass ich das hier... Kann ich das hier ablegen? Kann ich da einfach nichts... Ich möchte da nichts haben. Ist das möglich? Ich werde so oft darauf drücken, das ist unglaublich. Hier kaputt. Hier ist Loot. Gegenstand nehmen. Seele eines verlorenen Untoten und eine Fackel. Warte mal, kann ich die Fackel ausrüsten? Geht das? Wo ist die Fackel? Menschenhöse, verloren, schwarze Tränen. Okay, kann ich nicht. Lass mich raten, die Fackel kann ich hier? Nee, auch nicht. Was ist denn? Ach, die Fackel... Die Fackel hat eine Lebensdauer. Die Fackel funktioniert nur 5 Minuten? Also soweit ich soweit ich in dem Benny und Steve Video gesehen habe, wo ich gerade reingeschaut habe, hat er blaue Augen oder zumindest in die Richtung. Sehr gut. Also wir sind hier für den Loot. Loot ist immer wichtig. Ihr wisst, ich und Loot. Überall wo was glitzert, muss ich hin. Fackel in der Waffenhand, hätte ich gedacht. Ja, hätte ich auch gedacht, aber anscheinend ist es eine eigene Taste. So, und lass mich raten, jetzt muss ich hier hoch? Kann ich klettern? Natürlich nicht. Hä, wo ist denn jetzt der Limbus? Also, wo ich hin muss? Oder muss ich jetzt hier durch und... Nee. Ach du Heilige, wie ist denn hier blocken? Oh, warte, ja, zwei Hand, ein Hand, okay. Ah, das ist blocken. Muss ich hier durch? Was bist du? Komm her, ich will dich. Oh Gott, da ist ja noch ein anderer. Ah, das sind ja drei. Oh, also... Seid ihr? Lol, 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 lol. Hör drauf! Nein, 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 nein. Mach doch nicht so, nein. Schlag doch! Ich habe keine Ausdauer mehr gehabt. Oh Gott! Ich wäre fast gestorben. Und das geht nicht instant hoch, das tickt einfach nur nach oben. Oh. Das ist ja mal gar nicht gut.
Wo geht's denn hier lang? Oh, Blut. Das ist ja mal gar nicht so toll. Rostige Münze. Alter Falter. Also das wird auf jeden Fall ein Spaß, Chat. Das wird richtig lustig. Vor allem, wenn ich jetzt schon fast gestorben wäre. Das ist geil. Eigentlich kannst du so nice Attacken machen hier so mit Doppelschwert ist schon. Warte mal. Sehe ich das richtig, dass meine Schwerter eine Abnutzungsanzeige haben? Jetzt ernsthaft? Diese Fußstapfen sind ganz schön groß. Muss das so? Oh, ich habe jetzt schon Schiss. Das wird nicht gut gehen. Was bist du denn? Okay. Yep, willkommen in Dark Souls 2. Nein, ich muss wirklich, muss ich die reparieren, meine Waffen? Kann ich an dem einfach vorbeigehen? Geht das so? Hallo? Wir müssen ja nicht, ne? Also, alles cool. Alles cool. Okay. So viel zu... Wir müssen ja nicht. So wie es aussieht, müssen wir doch. Und ich muss auf meine Schwerter aufpassen und muss die dann reparieren. Kann ich einfach an dem... Also, geht das? Ist cool, wenn wir... Wenn du... Ne? Ist alles... Gegenstand aufnehmen. Goldharz. Kann mir jemand helfen? Muss ich den jetzt erledigen? Also, oder geht's hier irgendwie weiter? Oder mal, geht's hier lang? Ich würde jetzt ungern gegen den kämpfen. Also, ich sterbe ja dabei, oder? Den Fluss muss ich nicht lang, ne? Also. Ich komme hier noch nicht mal raus, das ist das Schlimme. Warte mal, wir gehen erstmal noch mal kurz hier unten gucken. Ich habe wirklich gar keine Lust. Gar nicht. Gegen den anzutreten. Jetzt musste hier irgendwo. Habe ich schon wieder irgendwie nicht zugehört, wo ich zu diesem Limbus komme? Warte mal, ist das hier? Untersuchen. Leuchtfeuer sind Orte der Rast. Ihr könnt daran. Auch Fackeln anzünden. Ich muss es am Leuchtfeuer machen. Und hier geht's weiter. Okay, cool, 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 cool. Nicht so cool, nicht, gar nicht cool. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt hier überall solche Sachen sind. Also hier, ne? Muss ich die entzünden? Ist das ne? Warum ist Loot? Ist das. Ist. Muss das? Und ich will nicht durch den Nebel gehen. Ich habe da so gar keine Lust zu. Fackel anzünden. Entzünden. Wir entzünden jetzt einfach mal vorsichtshalber. Ich habe keinen Schimmer, was das macht und ob das richtig ist. Aber wenn wir die Option haben. Let's do it. Let's do it. Da hinten ist auch schon wieder jemand. Ich glaube, ich muss das Boot nehmen da hinten. Ist ja mal gar nicht so toll. Okay, hier geht's noch weiter. Kann ich... Wie stecke ich... Ah, okay. Einfach wieder auswählen und dann stecke ich die wieder weg. Okay, cool. Das sieht gar nicht gut aus. Gar nicht. Nachricht lesen. Glück. Aha. Wie Glück. Also das hier vorne, glaube ich, sind wieder so eine Blutflecken, wie wir von Dark Souls 1 kennen. Das heißt, jeder Blutfleck ist ein Tod. Ich habe ein bisschen Schiss. Weil es wird was von oben runterkommen. Wir gehen vielleicht doch nochmal kurz zurück.
einfach, weil wir vielleicht doch nochmal durch so Nebel gehen. Vielleicht. Dann erstmal zurück in den... Ah, Nebel. Oh Gott, ich sollte vielleicht nicht den Chat lesen und dabei laufen. Wer bist du denn? Ich mag die Blutflecken. Hasse ich, ja, es ist... 257 ist gar nicht mal so. Da oben ist auch noch Loot. Komm ich denn da hoch? Da ist eine Leiter. Okay, okay, okay. Wir nehmen die erste Nebelwand und gucken mal, was passiert. Ist Nebel nicht immer eher so Richtung Boss? Ja, deswegen habe ich ein bisschen Schiss davor. Angriff R. RB. Ja, das ist das hier. Ach du Heilige, da sind ja ein paar Gegner, würde ich sagen. Aber ich sag mal so, die Doppelklinge ist schon geil. Zielfixierung ein aus, okay, ja, ist ein kleines Tutorial. Tutorial. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, 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 okay. Haben wir. Ja, okay, sprinten, klar, können wir auch. Sprinten, sprinten, sprinten. Ah, da hat sich einer versteckt. Tschüss. So, das ging sogar einigermaßen gut. Lass mich raten, ich hätte jetzt hier was anderes machen sollen. Hinter dem Gegner kritische R, B und L, B. Ach du Scheiße. Ich muss beides drücken? Okay, 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 okay. Was? Oh nein, mein Controller. Controller ist ausgegangen. Dolch. Warte mal, wir machen mal ganz kurz Batteriewechsel. Das geht ja gar nicht. So mitten im Kampf geht auch immer der Controller aus. Das wäre ja richtig. Also, das wäre gar nicht gut. Das wäre gar nicht gut. So, warte kurz. Wir sind gleich wieder back in the action. Da. Und auf geht's. So, hier können wir jetzt gleich nochmal gucken. Rollen. Ja, okay, das kenne ich. Ach du Scheiße. So, hier ist noch einer. Das. Komm her hier. So, ich könnte dich jetzt von hinten. Kann ich dich angreifen? Nee, warte, ich wollte einen kritischen wollte ich machen. Ein Crit. Darauf! Ja, gut, bin ich doch nicht. Ausgerüstete Waffe wechseln. Ja, 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 ja. Das Gute ist, ich habe hier nicht so viele Waffen, deswegen. Das geht nicht so gut. Ich habe zwei. Ja, und dass meine Waffen, also, dass sie so abstumpfen, ist gar nicht so toll. Schritt zurück. Ja? Ja, komm mal. Komm du mal. Ja? Wiedersehen. Okay, cool. Lebensstein. So, was ist das hier? Gegenstand benutzen. Ja, das weiß ich. Das ist fatal für mich, weil das war früher mal eine andere Taste für mich. So, was? Aber der Tutorial-Boss, wenn schon, dann auch alle Bosse mitnehmen. Ja, selber. Was? Wie, warum? Es haben sich viele bei Elden Ring beschwert, weil man relativ leicht das Tutorial verpassen kann. Der Vater. Der Vater ist auch wieder dabei? Ja, hallo, der Vater. Ja, also, ich sehe mich jetzt schon beim Tutorial-Boss sterben. Da bin ich ganz ehrlich. Aber wahrscheinlich... Oh, doch nicht. Okay, ich würde gerade sagen, wahrscheinlich geht's jetzt hier... Doch, noch nicht. Kamera bewegen. Ja, weil da unten ist Loot. Und hier ist kein Loot.
Gibt uns seidig? Was? Wie seidig? Wer redet mit mir? Okay, warte, kann ich jetzt hier das... Okay, die ist jetzt unten. So, warte, jetzt müssen wir wieder gucken. Hey, ich sehe schon, komm, ich fall hier komplett runter, wa? Okay, komm, let's do it! Im Fall... Ah, haben wir gemacht. Seele eines namenlosen Soldaten. Zündet Feuerstände mit einer Fackel an. Aber das kann ich ja nicht. I don't have a Fackel. Warte mal, gibt's hier eigentlich auch wieder so eine Geheimgänge? Hey, Jojo! What? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oder? Warte. Oder? Ich wäre fast runtergefallen. Oder muss ich hier, warte, die Fackel entzünden? Damit nach oben? Bin ich damit überhaupt nach oben? Ich kann damit nicht hochklettern. Also wenn ich jetzt oben keine Fackel mehr habe, dann habe ich ein Problem. Doch, habe ich. Was wollt ihr von mir? Wo seid ihr denn? Wer redet mit mir? Warte, ich gehe mal kurz hier nach unten. Ich will mal hier nur kurz die Stelle hier entzünden. Vielleicht tut sich ja dann dadurch irgendwas auf. Oder auch nicht. Was steht denn eigentlich hier? Achso, ja, okay. Stand jetzt nur... Okay, warte mal. Aber was ist denn? Was labert mich denn da oben zu? Dann gehen wir jetzt mal kurz hier hin. Klettern hier jetzt nochmal hoch, weil es so schön war. Sind das die Stimmen in deinem Kopf? Vielleicht. Also ich freue mich, aber ich bin verwirrt. Warum heute Dark Souls? Ich bin verwirrt. Achso, ja, Jojo, der Stevie ist leider erkrankt. Ich habe heute übernommen. Was ich hier irgendwie... Was muss ich denn hier machen? Okay, ich habe keinen Schaden. Nee, also genau, kurz gesagt, der Stevie ist leider erkrankt und ich habe jetzt für heute übernommen. Wird heute zwar kein langer Stream, bin ich auch ganz ehrlich. Aber, ich wollte den Stream jetzt auch nicht ausfallen lassen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute anstelle von Plague Tale weiter, dachte ich mir, fangen wir heute mal mit Dark Souls 2 an. So. Wir sind gerade mittendrin im Tutorial. Rechte Waffe zweihändig führen. Ja, okay. Kenn ich schon. Haben wir schon gemacht. Halten, um linke Waffe zweihändig zu führen. What? Ich kann... Warte. Was? Hör doch auf! Woohoo! Das war gar nicht mal so schlecht. Ich kann gedrückt halten und kann auf die andere Waffe... Ich kann beide Waffen zweihändig führen. Das ist ja, das gefällt mir. This is nice. Nice to know. Beim Sprinten. Sprintsprung. Was? Warum muss ich denn? Gott, das wird ja Nest anzünden. Oh. Vater, das ist eine gute Idee. Mach mal gleich. Also ich sag mal so, wie es ist. So eine Steuerung finde ich ja nun gar nicht toll, ne? Mit dem Sprintsprung. Mit, also hier gedrückt halten und jetzt auf den Stick klicken. Oh! Das wird lustig. Gelbes Kraut. Ach so. Ich muss ja jetzt auch wieder zurück. Daran hat der Benny gar nicht gedacht. Dass der ja auch wieder zurück muss. Das ist ja mal gar nicht so einfach. Wie mache ich das jetzt? Warte. So. Oh, war doch. Warte mal, hier war eine Leiter. Was können wir hier machen? War einfacher als gedacht. Dann gute Besserung an Steve. Ja, Stevie wird wahrscheinlich jetzt nebenbei zuschauen und wird das auf jeden Fall lesen. So, was haben wir hier?
Beim Fallen Sturzangriff. Aha. Und hier? Bei ausgerüstetem Schild parieren. Ich habe kein Schild. Ich habe nur Schwerter. Abwehr durchbrechen. Okay. Ach so. Warte mal, jetzt kann ich hier beim Fallen einfach... Beide Tasten? Muss ich jetzt beide Tasten drücken oder muss ich jetzt... nur eine davon drücken. Lololol. Lololol. Der tat weh. Der tat weh. Ne, warte, ich will zuerst den einen haben. Zuerst den da. No, 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 no. Warte kurz. Kurz was. Ich muss kurz was zu mir nehmen. Ganz kurz. Lass mich. Warum schlägt er denn nicht? Warum macht er denn nicht? Das war gar nicht so gut. Ja, habe ich schon gelesen. Spinnengriff. So, wo geht's hier hin? Oh, hier ist eine Tür. Ich habe ein bisschen Schiss. Blut? Da ist irgendwer runtergefallen. Ich nehme ihn mit. Gebosseter roter Augapfel. Ich habe wirklich keinen Schimmer, was wir mit dem ganzen Zeug machen. Aber hey, ich nehme ihn mit. Weil wir nehmen es mit. Was passiert da? Also... Ah, okay, wir sind hier wieder draußen. Und können jetzt hier rein? Aha. Oh Gott, an die erinnere ich mich aus Darkswood 1. Das sind diese Frösche, die so Gift und so versprühen. Das ist ja mal gar nicht gut. Aber wenigstens wissen wir jetzt, was uns hinter dieser Wand erwartet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt werden wir aber nochmal Vaters Tipp ausprobieren, indem wir uns jetzt hier die Fackel nochmal anzünden. Und gucken, ob wir das Nest da oben anzünden können. Weil vielleicht bringt uns das ja was. Vielleicht auch nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Also, muss ich schlagen? Nee, falsche Taste. Was denn? Ja, hier ist... Ich kann hier nichts machen. I don't know. Okay. Vater, ich kann es leider nicht anzünden. Ist, schade. So, auf geht's in die nächste... In die hier. Untersuchen. Eine Statue blockiert euren Weg. Ja, kann ich jetzt einfach an der... Kann ich nicht? Ey, sag jetzt bloß! Komme ich hier nochmal hoch? Natürlich nicht. Okay, warte. Wir müssen leider den ganzen Weg leider, glaube ich, nochmal laufen. Weil wir müssen den nochmal laufen. Ich glaube nämlich, dass wir nämlich darüber springen müssen, über die Wurzel. Ne? Also mit Sprung. Heute fällt mir auch das Reden wieder sehr schwer. Ist gar nicht so toll. So, ne? Dass wir jetzt hier, weil wir kommen ja nicht durch, weil eine Statue blockiert. Und wir können ja auch nichts machen mit der Statue. Also gucken wir mal, ob wir jetzt hier einfach... Ich würde sagen, nein. Okay. Dann sage ich mal nee. Warte mal, können wir... Müssen wir... Warte. Ich habe noch eine Idee.
Ich hab mich da gerade schon fallen sehen. Wie ist der da reingekommen? How is it possible? Nein! Ich wollte gar nicht mich heilen, ich wollte schlagen. Ich könnte. Also wirklich. Ich und diese Tastenkombination. So, komme ich jetzt hier durch? Nein. Gut. Dann halt nicht. Dann gehen wir weiter, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich den sonst noch... Ach so, jetzt gehen wir hier weiter. Ach so, das war vielleicht gar nicht so gut. Estos Flacos. Ja, die Estos Flacos. Warte, ich trinke mal kurz einen Estos Flacos. So. Ich würde es jetzt natürlich brennend interessieren, wie die gestorben sind, die Jungs und Mädels. Das sieht aber gar nicht so gut aus. Warum sind die gestorben? Versuch rollen. Wie rollen? Ist hier wer? Hallo? Nachricht lesen. Vision von zäher Feind. Na, ist ja toll. Schwäche, Erschöpfung, kurz gesagt, Hurra vor Verschnaufpause. Der sich gerade, die bringen sich alle selber um. Was ist mit euch nicht? Was stimmt mit euch nicht? Ich hab ein bisschen Schiss. Aber hinter mir ist jetzt keiner, ne? Also nicht, dass jetzt hier hinter mir jemand runterdroppt oder so. Hurra für heller Ort. Okay. Tolle Aussicht. Voraus, deshalb gelobt sei die Sonne. Praise the sun. Hä, warum sind die da alle gestorben? I don't get it. Ich bin hart verwirrt. Aber gut, wir gehen jetzt erstmal hier weiter gucken. Oh, hier, guck mal, hier gibt's eine Höhle. Jetzt ist die Frage, wollen wir wirklich in die Höhle oder sollten wir vielleicht erst das Bonfire da vorne lösen? Zwickmühle. Schwäche, Zwickmühle? Wieso, was? Blut. Göttlicher Segen. Okay, hier ist niemand. Ich habe ein bisschen sehr viel Schiss. So bei diesem offenen Gelände. Es könnte böse enden für mich. Wir entfachen erstmal das Feuer und setzen uns ran. Okay. Cool. Wer ist sie denn? Wer bist du? Hallo? Ma'am? Sprechen. Are you the next mother? Ja, vielleicht. Or merely a pawn of fate. Was? Bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Estos Flacos. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. King Vendrick. Die Smaragdboten gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Oh, wir müssen wieder. Oh nee. Once you have found them, return here to me,
Okay. So that hope will not fade away. Also wir müssen diese vier Seelen finden. Träger des Fluches. Seek souls. Larger, more powerful souls. Ja, ja. Seek the king. That is the only way. Okay, wir müssen Vendrick suchen, also den König. This land swallow you whole, as it has so many others. Okay. Was machen wir? Also wir können aufsteigen, wir können gucken, ob wir uns verbessern. Ach du Scheiße. Wir können gar nicht aufsteigen. Um aufsteigen zu können, brauchen wir mehr Seelen. Oh, das erschlägt mich, aber auch hier so von den Statistiken her, I don't know. Also ich würde mal wieder sagen, die Hauptziele für mich sind wieder Vitalität, Kondition. Vielleicht ein bisschen die Belastung, damit wir halt mehr schleppen können, also ne, wegen Rüstung und so. Die Stärke, wegen ne, Angriff und so. Will gar nicht Intelligenz, also ich würde mich wieder auf diese vier Dinger konzentrieren. Stärke, Belastung, Kondition und Vitalität. Aber um aufsteigen zu können, bräuchten wir halt ein bisschen mehr. Ein paar Seelen mehr. Over the hill and past the forest is the king's castle. Okay. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever also came hinter dem Hügel? Kann sein, dass du bei den Waffentyp eher Geschick brauchst statt Stärke. Musst du dann mal schauen. Guter Hinweis. Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope. It happens to them all, sooner or later. Sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Was für ein blauer Ritter? Im Fuße des Turms? Was für ein Turm? Das ist kein Turm. Gibt's einen Turm? Perhaps he is a foreshadowing of your own future. Scheiße, gibt's einen Turm. That tiny thing inside das winzige Ding in der Ruine. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Okay. Provided you find her on a good day. The sign you bear. Das Zeichen, das ihr tragt, wird eure Seele verdorren lassen. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Ja, also ich gebe mein Bestes. Wie viel Text hat die denn? It is never truly dead, but only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were once undead. If you find an Estus shard, bring it to me. Oh, wenn wir eine Estus Scherbe finden, sollen wir es hier bringen? Burden. Okay. Over the hill and past the forest. Achso, okay. Na, das jetzt wiederholt sie sich. Where a man. Also ganz kurz muss ich nochmal in die Spieloptionen. Ich muss mal ganz kurz zumindest die Soundeffekte so runter und die Stimmlautstärke höher oder so. Und die höher. Weil die war jetzt gerade ganz schön leise im Gegensatz zu dem anderen. Und wenn ich mich ans Feuer setze, dann werden meine Waffen repariert. Das ist ja mal nice. Ja, okay, dann ist es ja dann doch nicht so wild. Ich dachte, ich brauche jetzt dafür irgendwelche anderen Sachen. Wer bist du denn? Was ist denn hier alles los? Who are you? Ja, oh, ist Steve. Just help me open this door. Die Tür zu öffnen. Ja, mach sie doch einfach auf. Tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Okay, das heißt, wir sollen jetzt die Tür hier öffnen. Verschlossen. Okay, warte kurz. Vielleicht finden wir. Hier ist Loot. Loot. Der Name Lebensstein.
So, kann ich hier... Okay. Wäre denn die Option, hier reinzugelangen? Also ich brauche wahrscheinlich irgendwie einen Schlüssel. I'm a blacksmith. I'm nothing without okay, er ist ein Schmied. Das ist natürlich... Das ist von Vorteil. Chop, chop. Was heißt hier Chop Chop? I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. I'm nothing without my tools. Okay, wir gucken uns erstmal das Dorf an, würde ich sagen. Auf jeden Fall war schon mal ein Schmied gefunden. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir eventuell hier auch in den Kisten, falls, ne, dass wir hier drinnen Loot finden oder sowas. Vielleicht. Lebensstein. Also das wird auf jeden Fall noch mega spannend, was sich hier alles befindet. Und Fleck berühren. Wo geht's denn hier hin? Oh Gott, da will ich noch gar nicht hin. Da, nee. Wir gucken uns erstmal das Dorf an. Was ist das denn hier für ein Abgrund? Was steht hier? Sprint voraus und dann Hurra auf Absprung. Für Absprung. Als ob ich jetzt hier... Das Loot! Chat, das Loot! Da ist super viel Loot! Ohohoho. Also da muss ich irgendwie... hin... Was? Katze? Oh, undead, are we? Nein. Also. And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Shalqua. Enchanté. Enchanté. So, what did you want anyway? Ein Schlüssel. Ooh, you smell wonderful. Dankeschön. Was? Eid widerrufen? Ich habe doch gar keinen Eid geleistet. Was hatten die für Gegenstände? Als ob. 4000, 13000, 6000. Ja. Ja, genau. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? Wonderful. This place is fascinating. Fascinating? Mm. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. Aber ich bin noch gar nicht It's tot. Enough to keep even a cat amused. Also die Katze ist schon... Are you going to see the old ones? Schon süß. Those four who have grown so incredibly ancient. Ja, diese vier, die müssen wir suchen, They ja. must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Okay. Imagine that. Yes. Ey, das Lachen war doch Nothing mal. Like yourself. For you have a most pleasant scent. It grows nicer with each passing day. Ja, danke schön. Also, ich rieche ja anscheinend sehr angenehm. Have you made friends with the man by the sea? Nee. He's lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well... contract, you might say. Yeah, okay. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Did you see that oddly formed rock behind here? Was it?
Warum haben die so viel zu reden? They called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. Although, you'd just as well not. Ey, ich drück jetzt nochmal drauf. This place is already dead. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? Nothing Nein. suited you, I presume? Ja, ja, alles gut. Ich hab well, nichts gefunden. That's dismaying. Wie bestürzt mich, ja, ist toll. So. Also mich würde es ja natürlich extrem reizen, also wirklich, da runterzufallen. Das Problem ist, ich komme nur nicht wieder hoch. Und vorher gucken wir uns erstmal hier noch... Alter, diese... Die erschreckt mich jedes Mal. Angreifen. Wie, was? Warum sollte ich jetzt den Brunnen angreifen? Muss ich den Stein da runterschlagen? Hier geht's ja auch noch. Wer seid ihr denn? Ho, 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 ho. Mach doch nicht. Ich mach kaum Schaden gegen die. Weil ich. Person. Das. Was sind denn das für Viecher? Links, rechts, geradeaus. Nein, ach doch nicht so. Ich treffe die Kau. Ich muss weg. Das Problem ist, wenn ich mich jetzt wieder ans Feuer setze, dann sind die bleiben ja da. Ach, und der hat noch gar keinen Schaden bekommen. Oh, die machen mir aber ganz schön. Oh, also nicht ganz schön, aber ist halt nicht schön. Jetzt habe ich ein Problem. Kann ich den hier? Das war natürlich. Estos Flaccos Scherbe. Hat die Dame nicht gesagt, wir sollen hier Scherben zu ihr bringen und so? Aber was sind denn das für Viecher? Geschafft? Wie geschafft? Ich höre sie. Ich höre sie. Ich bin weg. I'm out of here. Okay, können wir hier rein? Oh Gott. Verschlossen. Lass mich. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Es ist die Frage. Kommen die hier auch rein? Nee, ne? Die kommen hier nicht rein, ne? Oh oh, doch, die kommen hier rein. Nicht so schön. It's not so nice. Okay. I'm out. Tschüss. Ey, ich hab ein bisschen Schiss vor denen. Also nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr. Komm, wir setzen uns mal. Vielleicht resetten die. Ne? Wir setzen uns. Auf sie, das schaffst du. Nee. Also ich probier's das gar nicht aus. Das gemeine Panzerhausschwein. So, aber wir haben eine Scherbe. Wollen wir mal gucken, was Madame hier mit der Scherbe macht? Also, macht das Sinn? Oder was gibt denn hier eigentlich noch für Infos? Zunge, aber Loch? Wie was? Zunge, aber Loch? Was? Vorsicht vor übermäßiges Vertrauen. Lügner voraus, aber gelobt sei die Sonne. Okay. Is that a shard you found? Ja, ich hab eine Scherbe gefunden. Here, okay. Let me see it, so that I may help you. Ja, ja. Und to see light, to see hope. Ja. However faint it might be. Was hat mir das jetzt gebracht?
Brace us over on. The hill and past the ja, okay, over the hill. The jetzt castle. Kommt sie wieder mit dem Castle von The King und so. Okay, lass uns mal ganz kurz hier gucken. Was sehen wir denn da in der Ferne? Ein kleines Dörfchen. Gut. Gucken wir mal hier oben. Da ist ein Ritter. Der schmollt. Viel Erfolg. Also ich würde jetzt nicht mit dem kämpfen wollen. Vielleicht. Rübsal. Kann ich hier rein? Nope. Okay, dann lass uns mal reden. You're undead, aren't you? Ich bin nicht. Warum kommen denn alle darauf, dass ich untot bin? Scent, the smell of irreversible fate. Ich lebe doch noch. Bin ich einmal gestorben bis jetzt? Is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. Almost. Okay. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Okay, was hast du noch zu sagen? I am Solden. Solden? And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Waren die Scherben zum Verstärken? Hast du die Estos schon ausprobiert? Nee, habe ich noch nicht. Aber das können wir gleich mal ausprobieren. Aber wir sprechen erstmal mit Saluden. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What okay. We call the curse is traceable curse. To the soul. Do you see what that means? Nein. To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's ich bin nicht quite a undead. Really. Wie oft noch? There are four beings in this land with giant souls. Die müssen wir finden. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Also, okay. Each has a powerful soul and a terrible curse. Das ist nicht so if schön. That frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Also, eigentlich will ich nicht aufgeben. Warum? Ich will es wenigstens probieren. Do you ever cry out for help? Nein. The journey of an undead is long and treacherous. Ey, wenn mich jetzt hier noch einer anquatscht mit undead. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Will ich nicht. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Ich möchte keine Umarmung. Den Eid des blauen Pfades leid. Chad! Ja, nein, vielleicht? Ich würde sagen nein, weil. Er hört sich an, als ob mir jemand online-mäßig denn hilft, was ich nicht will. Ich will das Spiel alleine durchspielen. Am liebsten würde ich ja im Offline-Modus spielen, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Ja. Gute Frage, ne? Nein? Ja? Vielleicht? Ich sag mal nein. Ne? Also. Nee. I see. Then you'll have to brave this treacherous journey on your own. If you ever require help, come back anytime. Okay. I will stay here and pray for your safety.
Mach das mal. Pray for my safety. I'm out of here. Tschüss. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was Herr Junge geschrieben hat. Ne, Herr Junge hat ja gesagt, hier von wegen, wie sieht's aus mit Estos Flakos. So, hier sind meine Estos. Ich habe nur einen. So, und vielleicht... Ne, hast ja recht, Herr Junge. Vielleicht können wir jetzt mit der Scherbe... Nee, Nachricht nicht. Ich will mit der sprechen. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Ja, mächtigen Seelen. Ja, ja, ja. Seek the king. Ja. That is the only way. The king. Lest this land swallow you whole. Ja. As it has so many others. Wie schon so viele andere. Ja. Estos Flakos verstärken. Estos Scherbe geben. Ja. Take this sharp Scherbe und gib mir ein bisschen mehr Estos. Kann ich das nochmal machen? Estos Flakos? Ja. Nicht im Besitz einer Scherbe. Okay. Oh, ich hab fast die falsche Taste gedrückt. Okay, also wir haben jetzt Es... Wir haben... Wow. Wir haben zwei Estos Flakos. Das ist jetzt die Verbesserung gewesen? Ist ja toll. Hello there. Hello? Welcome to my shop. Okay. I'm Morlin. Morlin? And I sell armor. Oh, also, sorry, I... Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. Yeah. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe heute genug mit Leuten geredet, ich will nicht mehr reden. I do hope I see you again. Und Rüstung, glaube ich, ist noch, weiß ich nicht, ich habe zu wenig, um wegen Rüstung und Co. zu gucken. So, jetzt ist die Frage, Where do we go? Also, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir jetzt hier erstmal wieder zurück? Also, ich bin verwirrt. Ich würde erstmal hier wieder zurückgehen und mal hier reingucken in die Höhle. Hallo. Is anybody there? Damit wir hier auch mal ein bisschen Action haben. Vielleicht ist das aber gar nicht so gut. Und vor allen Dingen hieß es nicht vorhin, es gibt einen Tutorial-Boss? Wo ist denn der? Ich habe keinen... fuck. Ich habe bis jetzt keinen gesehen. Oder kommt der noch? Gegen wen oder was hast du denn gekämpft? Oha. Hier, du bist auf jeden Fall gestorben. Was bist du denn da? Let's take a look. Jetzt ist Schild hier. Warte mal, da hinten ist noch Loot. Also du sitzt ja erstmal, ne? Wenn du so sitzt, dann machst du ja nichts. Lebensstein und Heimatknochen. Have you business with me? Wollt ihr etwas? Way under is all blocked up, you see. By this god awful statue. Was für eine Statue? Heavens above. Who thought it a good idea to put it there? Oof, I'm in quite the pickle now. Okay. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Was denn für eine Statue? Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? Okay, wir gehen einfach mal hier reingucken, um zu schauen, von was für einer Statue der Typ redet. I don't get it. Was hast du? Was hat er denn für einen Hammer? Ach du Scheiße, wir sind hier überhaupt nicht... Also, das geht nicht gut aus. Ach du... Okay, ich verstehe, glaube ich, jetzt... was das eigentliche Problem ist. Guck hier ist. Don't open this door.
Don't do this. Nein! Ich wollte schlagen. Ich könnte so kotzen. Come on! Lass uns tanzen. Ich weiß auch noch nicht, was du bist. Du siehst ganz schön komisch aus. Und nach hinten rollen. Ein Schlag kriegst du noch. Zack. Ist jetzt in jeder so einer Tür so ein Viech? Zufällig? Maybe? Also, I don't know. Lloyds Talisman. Dreimal. Öffne. Hello from the other side. So, schleichen wir uns mal an. War das jetzt ein kritischer Angriff oder nicht so? Irgendwo ist noch einer. Ich habe das böse Gefühl, dass in jeder so einer Tür so ein Scheißer ist. Ach, die Statue meint er. Ich glaube, wenn ich den Hebel ziehe, gehen alle Türen auf. Und dann habe ich ein Problem. Dann habe ich wirklich ein Problem. Untersuchen. Eine Statue blockiert den Weg. Ja, aber wie kann ich denn jetzt... Gibt es die Möglichkeit irgendwie mit der... Warte mal. Hurra für Frau, aber Felsbrocken. Wow. Bitte nicht so viel Info. Versucht rollen. Hinterhalt voraus, kurz gesagt, gut hinhören. Bereit? I'm ready. But how can I use this? Okay. Also mit Statuen habe ich irgendwie mein großes Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich Statuen loswerde. Also wie... Muss ja irgendeinen Trick geben. Also irgendwas muss es ja geben, wie ich... Wir haben ja bei dem Tutorial, hatten wir ja auch da so eine Statue. Wenn ich gehen wir nochmal zurück zum Tutorial und gucken uns die Statue nochmal an. Vielleicht gibt es ja da nochmal einen Hinweis. Wie ich die kaputt machen kann. Weil selbst da habe ich mich ja schon angestellt wie der erste Mensch. Also ganz gut. Nicht. Guck mal, gibt es hier oben noch was? Wollen ja auch keinen Loot verpassen? Nee, hier oben gibt es leider nichts mehr. Gut. Dann gehen wir auch nochmal kurz zurück. Hier kann ich auch nur runterfallen, ne? Okay, hier kann ich nur runterfallen. Und schauen wir, ob wir wie... Vielleicht, wie gesagt, ich habe keinen Schimmer. Statue, ja, nein, vielleicht. Hier komme ich auch nicht durch. Schade, ich dachte, da wäre so eine Lücke. So, jetzt hier wieder nirgendwo. Ja, zwiezen. Aber hier gibt es auch keinen Hinweis, wie ich... Muss ich irgendwas Inventartechnisches auswählen, damit ich die Statue verbanne, entmündige? Kehrt Höhlenwerdung, stellt ein wenig TP wieder her, stellt TP wieder her, stellt 4 TP wieder her, okay, stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her, ja, verringert Giftansammlung, stellt TP wieder her, Heimatknochen, Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer, stellt Verbindung zu einer anderen Welt wieder her, schickt andere zurück an euch. Überfällt eine andere Welt. Alles Sachen, die ich nicht will. Zubehör von Seelen. Verhindert Estos Wiederherstellung in einem Gebiet. Stärkt vorübergehend Glück. Verleiht Waffe rechte Hand vorübergehend Blitz. Okay. Ich habe keinen Schimmer. Wir brauchen wohl ein bestimmtes Item. Kommen da erstmal nicht weiter. Okay. Ja, schade. Aber... Das heißt ja auch im Umkehr... Also... Ich... Also...
Ich komme ja dann auch nie zu dem Typen da hinten. Also wie auch. Ist schon komisch. Aber ist okay. Ah, wir haben hier hinten noch was. Ja, stimmt. Da war ja was. Da ging es ja. Ach so, hier geht es ja auch nochmal hoch. Okay, dann gehen wir erstmal nochmal hier oben gucken. Was es hier noch so Feines gibt. Also, falls es hier was Feines gibt. Oh ja, hier gibt es was Feines. Hier gibt es nämlich Loot. Heimatknochen. Und hier sind ein paar Leute gestorben. Warum? Knien. Siegerstein. Eid leisten. Erstein geben. Wir verlassen es mal. Weil wir haben kein Stein. Wie ein Traum. Was ist hier? Vision von Frau. Warte mal. Wenn ich hier den Eid leiste. Dies wird euch auf einen beschwerlichen Weg leiten. Eid leisten. Ich sag mal ja. Seid ihr bereit, diesen Eid zu leisten? Ja. Den Eid der Gesellschaft der Vorkämpfer leisten? Ja. Ich sag jetzt einfach mal ja. Vorkämpfertafel. Eid geleistet. Okay. Heißt jetzt was? Kann ich jetzt... Also... Hä? Ach, da oben ist jetzt auch noch den Eid, den ich habe. Okay, kann ich jetzt aber vielleicht zur Frau gehen? Also vielleicht ist jetzt die verschleierte Frau weg? Weil ich den Eid geleistet habe? Die Frau ist aber immer noch da. So, warte. Eine Statue blockiert den Weg. Okay. War anscheinend nicht die Lösung. Schade. Gut, dann gehen wir jetzt einfach den Abgrund da mal ein bisschen runter. Um zu gucken, was da passiert. Dann gehen wir jetzt da diesen gruseligen Turm runter. Weil gegen die Schweinchens da hinten habe ich keinen Bock anzutreten, weil die sind irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich, also, ich mache nicht sehr viel Schaden bei denen. Was ist jetzt hier? Vorsicht vor Bösewicht, deshalb versucht Zunge. Was meint er mit Zunge? Soll ich ihm wie ein Eis ablecken oder was? Okay. Frau wird benötigt. Was denn für eine Frau? Untersuchen. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Gut zu wissen. Versuch Zunge. Vision von Wunder und dann will hier raus. Aha, aha, aha. Ich bin so lost. Na gut. Gehen wir jetzt erstmal hier runter. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hurra für links. Versucht Schild. Was denn für ein Schild? Ich habe kein Schild. Kiste öffnen. Also ein Schild wäre auch cool. Würde ich mich freuen. Karmesin Parma. Ist das ein Schild? Ja, es ist ein Schild. Lass uns das Schild nehmen. Falsche Tasse. Weil ich könnte parieren. Also ich könnte es probieren zumindest. So, ist jetzt hier jemand? Hallo? Jemand hier? Ziehen. Okay, und jetzt muss ich hier runter, oder was? Aber ich ersauf doch bestimmt. Das sieht nicht gut aus für mich. Okay, ich bin nicht ersoffen. Und hier gibt es nochmal so ein Ding zum Ziehen. Aber ich kann nicht dran ziehen. Bestimmt der Rückweg, ne? Ja. Schildbrecher, kurz gesagt, Kopf voraus. Schildbrecher? Really? Also,
sind mal vorsichtig. Mal, man weiß ja nie. Ihrer Feind wird benötigt. Wie viel... Wie was? Seele eines verdorbenen, zerbrochenen Diebesschwert. Okay. Okay. Ich befürchte Schlimmes. Hallo? Ho, hi, ho, ho, ho. Ich würde sagen, du hast ein paar Pfeile im Kopf. So, ein, zwei. Aber du bist lieb, bist du. Ach du heilige Makrele, was ist er denn? Was sind denn, da sind zwei. Ich verstehe nur Bahnhof, ja, ich auch. Are you friendly? Scheint nicht so. Schade. Ich, also... Da sind nicht nur zwei, da sind eins, zwei, drei, vier, also ich sehe zu viele. Ganz kurz. Ich... Wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Ich pack mal das da noch mit rein und vorsichtshalber noch das da und vorsichtshalber noch das da. So, Lebensstein. Nachricht lesen. Elan. Ich glaube, also ich glaube, wir werden jetzt einmal sterben, Chat. Da hinten ist ein Bonfire. Kann ich da einfach hinrennen? Ist es possible? Du bist noch nicht geil auf mich, ne? Du ist. Warte mal. Kann ich den eigentlich anvisieren? Warte mal. Oh, ganz kurz. Ich muss. Oh, ich bin. Ja, ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Ich kann ihn anvisieren. Das ist gar nicht. Das ist. Das geht so. Was von in die Hose. Was steht hier? Wie ein Traum, ja. Nein, 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 nein. Don't do this. Bleib mal da, wo du bist. Genau, bleib mal da. I'm on my way to this bonfire. Please, lass mich da hinsetzen. Lass mich da hinsetzen. Oh! Juhu, auf geht's! Okay. Let's give it a try. Wir haben ja jetzt hier unseren... Ich weiß gar nicht, ob das so klug war, dass wir uns jetzt hier hingesetzt haben. Aber hey, 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 hey. Okay. Jetzt gut. Nope. Wow. Du holst aber zweimal aus. Das ist ja gar nicht mal so schön. Nein! Falsche Taste! Falsche Taste! Falsche Taste! Falsche Taste! Gar nicht so gut. Gar nicht. Lass mich. Lass mich. Lass es. Bis. Ich möchte ganz kurz. Achso, der hat ja sogar noch gemacht. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, da hinten ist Loot. Okay, komm. Jetzt. Let's do it. Let's be rock'n'roll, baby. Ich mach gar keinen Schaden. Ich mach so gar keinen Schaden. Wuhu! Gar kein Schaden. Du machst doch gut Schaden, ja. Das war gar nicht so gut. Aber es ist machbar. Er ist machbar. Ist jetzt die Frage, ob das Sinn macht, ich eventuell mit zwei... Oh. Mit zwei Schwertern zu arbeiten. Was ist denn das jetzt hier für eine Rolle? Ah, okay.
mal ganz kurz hier mir meine Dings hier holen. Danke. Jetzt bin ich dran. Nein, nein, nein! Okay, er schlägt mal dreimal. War gar nicht mal so schlecht. Da oben haben wir noch einen zweiten. Ich freue mich. Okay, das ging sogar einigermaßen. Das ging sogar. Kann ich mit dir? Nee, mit dir kann ich immer noch nicht reden. Ich habe aber auch so ein bisschen Angst, die anzugreifen. War doch super. Ja. War gar nicht so schlecht. Alter, der hat aber auch einen ganz schönen Bonkhammer da. Der bonkt mich wahrscheinlich schon mal ganz schön aus dem Leben. Nein, nimm nicht den. Nimm den, ja. Warte kurz. Lass mich mal ganz kurz. Ich brauch ein bisschen. Ich muss wissen, wo ich hinrolle. Lecko mio, Alter. Dein Angriff ist aber. Tutti Karutti. Verlösen, Hosen! Mit dem habe ich nicht gerechnet, mit dem letzten. Oh Gott. Mach doch nicht so. Mach doch nicht so. Nein, nein. Alles cool. Nein! Okay, warte kurz. Kurz. Saven. Don't do it! Woran ich mich gewöhnen muss, ist, wenn ich diese Lebensenergie nehme, dass es nicht instant voll ist, sondern dass der so tickt, bis mein Leben wieder hochgeht. Das ist eine Umstellung. Na klar ist er wieder gespawnt. Selbstverständlich. Wie sollte es auch anders sein? Das heißt, wir triggern ihn jetzt erstmal. Jetzt trigger ich ihn hier hin. Kann erstmal weg. Kann alles holen. Sehen. So, und jetzt fangen wir wieder an, hier mit dem zu kämpfen. Na, ist ja ein Träumchen. Punkamon. Nein. Nein. Und reinrollen. Jetzt kann ich nämlich. Nein! Ich krieg die Krise mit meiner Tastenbelegung. Ich wollte reinrollen. Ich kann nicht reinrollen. Tickt es jetzt? Nee, es tickt nicht mehr. Ich bin weg. Ich könnte so. Ist. Also. Sag mal, warte mal. Warum ist mein Lebensbalken. Also, warum geht er nicht vollständig voll? Was ist das Problem? Warum ist ein Teil. Weg und füllt sich nicht. Verdammt, das war ja gerade nix. Wie schlägt er sich sonst so? Schlecht, Mario, schlecht. Das ist meine erste Runde Dark Souls, ever. Also ich habe noch nie Dark Souls gespielt. Und das ist meine erste Runde Dark Souls 2. Ich komme mit den Tasten nicht klar. Aber es ist lustig für euch, glaube ich. Also vielleicht, I don't know. Ja, ja. Noch ein dritter Schlag? Ja, okay. Und wieder die falsche Taste. Sehr gut. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay, da sehen. Tschüss. Und nochmal eine Rolle. Und jetzt kann ich. Das war zu spät. Scheiße. Rollen. Und nochmal rollen. Und jetzt kann ich. Okay. Das war nichts. Rollen. Nee. Und, rollen. Und jetzt bin ich. Lebensstein nehmen. Nehmen wir einen Lebensstein. Lebensstein. Was denn, Mario? Guck mal, hier ist doch vorbei. Weiß gar nicht, was du hast. Ist doch alles cool.
Alles cool. Cool. So, jetzt kommt er hier. El Bonkerino. Oh, und bonkt mich gerade ganz schön weg. Lass mich doch durch. Don't do it. Ich brauche hier so einen Stein. Sieht ein bisschen wenig überfordert. Ey, sag mal, was ist hier mit dir los, Mario? Kommst her und schnenkerst erstmal eine Runde? Oder was ist hier Phase bei dir? Hey, what's my... Ich bin gar nicht reingerollt. So, wir nehmen nochmal so ein Steinchen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir rennen jetzt an ihm vorbei. Und kriegen erstmal einen Bomber ab. Gar kein Problem, weil wir wollen eigentlich nur den Loot. Ja. Jetzt gehen wir hier hoch. Wir lassen den in Ruhe, ist mir scheiße. Da ist ja der Nächste. Ja, moin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Da sind ja noch mehr. Ist ja gar nicht so clever. Oha. Oh. Jetzt habe ich ein Problem. Wir rennen einfach weg. Wir rennen, weil wir es können. Gibt's hier noch Loot? Hier gibt's kein Loot. Da ist eine Kiste. Da ist ja noch einer. Ach du Scheiße. Kann ich einfach reinrennen und... Nee, ich will... Die kommen jetzt hier nicht, ne? Also die fallen jetzt hier runter, ne? Oder die können jetzt nicht hier rüberlaufen, oder? Okay, scheiße. Don't do it. Don't. Sie können doch darüber laufen. Ja. Das war gar nicht mal so gut. So, das Problem ist, ich bin jetzt so weit gelaufen, dass da meine Seelen liegen. Wird ein Speedrun, ja. Wir werden jetzt Speedrun-mäßig mal versuchen, unsere Seelen einzusammeln. Weil, falls wir sterben, sterben wir, dann ist das halt so. So, jetzt kommt hier Bonkerino. Bonko. Jetzt kommst du, ist mir egal. Das Problem ist nur, was mache ich, wenn ich die Seelen habe? I don't know. Lass mich in Ruhe. Don't touch my tralala. So, weil da reinrennen hinter die Nebelwand werde ich definitiv nicht. Da könnt ihr vergessen. Das ist hier für mich Ende im Gelände. Aber wir haben erstmal die Seelen wieder. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Oh Gott, jetzt kommen wir hier ein paar. Jetzt habe ich ein Problem. Das war ein ganz großes. Okay. Taktik. Wir probieren jetzt eine Taktik. Ne, auch wenn es nicht nach Taktik aussieht, aber ich will zumindest die Seelen kriegen. Wir werden jetzt unbewaffnet, wie wir sind, Speedrun-mäßig da nochmal hinrennen. Uns die Seelen holen und dann rollentechnisch. Come on! Fast runtergefallen. Und einmal auf die Füße gekriegt und nochmal. Gut. Damit hat sie es mit den Seelen. Ist aber auch nicht so wild. Achso, warte, Knöpfchen drücken. Problem weniger, so sieht's aus, Mario. Gut. Wollen wir uns... Also, es sind aber auch wirklich viele. Wollen wir uns jetzt da durchkämpfen? Komm, wir probieren's mal. Mario, mal kurze Frage. Wie ist denn dein Dark Souls 2 Wissensstand? Weil... Ich drücke die falsche Taste. Ich liebe es. Weil mein Dark Souls 2 Wissensstand ist, sagen wir mal, 7 gut. War ein Schlag zu viel. Ich sag ja, ein Schlag zu viel. Die
sahen aber machbar aus. Null. Ich habe Souls-like erst mit Elden Ring angefangen. Ah, schade, okay. Weil halt ich aktuell noch ein kleines Problem habe. Und vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum meine Lebensleiste... Also, warum wird es immer weniger? I don't get it. So, was ist, wenn ich jetzt hier das S rausnehme? Ja, scheiße. Das war jetzt gar nicht so gut. Aber egal. Nehmen wir mal El Bonco Rico. Gott, Mann, El Boncorino ist aber auch... Der macht böse Aua. Der macht schon böse Aua, Aua. So, komm mal her. Beziehungsweise... Okay. Das war ein Schlag zu viel. Ich muss mal ganz kurz was nehmen. Nein, nein, nein. Don't do it. Don't touch it. Oh, das war ein bisschen knapp. Aber es war okay. Es war okay. So, verlorene Seelen gab er keinen. So, auf geht's zum nächsten. Also, sie sind alle machbar. Ja, muss man auch ganz klar sagen. So, er ist hier. Er macht einen auf Schildverstecker oder was? Möchtest du nicht? Doch. Komm mal mit. Ich würde gerne hier unten. Also, wenn das cool für dich wäre, wäre für mich hier unten schon geiler. Nee, 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 nicht wieder zurückgehen. Nee, 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 komm mal mit. Komm mal mit. Kommst du mit? Ja. Okay, gut. Gar nicht so gut. Don't do this. Mister? Kommen Sie. Ja, und noch einmal. Ich nehm's. Ja, und noch einmal. Dankeschön. Dass der sein Schild da rausholt. Dumme kleine Socke, Alter. Lass mich mal hier durch. Lass mich. Müssen wir wirklich hier oben kämpfen? Oh, hier ist auch. Deswegen wollte ich da oben nicht kämpfen. Eine Rolle, ich bin weg. Spielst du mit Pad oder Maus und Keyboard? Von hinten meistens mehr Damage, sah zumindest so aus. Ja, nee, mit Pad, Mario? Warum änderst du die Taktik mit einem Fight? Ja, weil mir das zu lange gedauert hat. Dann werde ich ungeduldig. Aber Dark Souls verzeiht halt nichts. Dark Souls verzeiht halt nichts. Don't touch it. Achso, warte mal. Ein Bonker und ich bin weg. Das ist gar nicht so gut. So. Ich hab doch... Was? Das ist ja ge... Er hat angetäuscht. Die dumme Sau hat angetäuscht.
Deswegen habe ich ja gerufen. Deswegen war ich. Ne? I do my role und. Die dumme Sau hat angetäuscht. Das finde ich nicht so nice. So ein Antäuscher. Mal die sehen hier mit, auch wenn es nicht viele sind. Aber Kleinvieh macht halt was. Oh, das war einer zu viel. Einer war zu viel. Ich war zu gierig für diesen letzten Einschlag. Schade. Ich war zu gierig dafür. Roll auch noch direkt rein wie so ein Depp. Warum mache ich das? Warum ich rolle rein wie ein Depp? Wieder ein Schlag zu viel. Ich sag's ja. So, und ich verliere immer mehr und mehr mein Leben da oben. Ich könnte kotzen. So, sehr gut. So, kommen Sie hier runter. I'm still waiting for you. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz gucken, wo ist hier welcher Abgrund da ist. Okay. Will der mich? Dieser Bonker geht mir ganz schön auf den Senkel. Wir können mal was ausprobieren. Wir können mal gucken. Warte kurz. Ja. Ich will mal was ausprobieren, ob das. Hahaha, ich hab vergessen zu fokussieren. Wo ist mein Fokus? Da ist der Fokus. Oh, das war jetzt aber mal eine andere Art und Weise. Ja, ja. Ja, okay. Cool. Don't do it. Don't. Don't. Das war ein dritter Schlag, der war zu viel. Der dritte Schlag. Also eigentlich wollte ich ihn gar nicht ausführen. Aber witzigerweise hat er ihn verzögert trotzdem ausgeführt. Aber wir probieren es jetzt mal mit. Zweihändig, damit wir mehr Schaden machen. Aber er braucht länger zum Ausholen. Was dazu führt, dass ich nur zweimal schlagen kann, anstelle von dreimal. Richtig? Also, so in die Richtung geht's. Oh, ich kann sogar viermal schlagen. Oh, jetzt brauche ich aber was zum Heilen. Wo kommst du denn jetzt her? Warum machst du jetzt hier einen auf Anlauf? Das fand ich jetzt aber nicht so schön. Ja. Warte, warte. Schau ich mich mal an.
Okay, also wie gesagt, wir können zweihändig besser. Also machen wir halt mehr Damage. Jetzt ist die Frage, will ich den Bonker haben oder will ich den Bonker nicht haben? Das Problem ist... Chat... Das Problem ist... Ich muss demnächst aufhören. Weil ich ja, wie gesagt, noch ein paar Sachen vorbereiten muss. Das heißt... Ich muss leider wirklich jetzt schon aufhören. So leid es mir tut. Das heißt, wir werden uns jetzt hier unten hinsetzen. Speichern. Dann werden wir die Szene wechseln. Und wir sind schon 10-mal gestorben. Ja? So. Falls ihr auch Bock habt, live mit dabei zu sein, nächste Woche Freitag geht's auf Twitch wieder live weiter mit Dark Souls 2. Schaltet gerne ein und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ja, lasst gerne einen Kommentar, ein Like. Und bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.